Und da sind wir wieder zurück nach der kleinen Brotzeitpause. Zumindest war es bei mir eine. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Und weiter geht's mit Ancient gegen Ifrek. Momentan steht es 1-0 für die Schweden. Und Ifrek hat sich hier auf Cobblestone dafür entschieden, erstmal auf der T-Seite anzufangen. Was ich denke ich mal... Also man kann es schon nachvollziehen. Jetzt schauen wir, wie das Ganze für sie ausgehen wird. Also Ancient hat sich gerade wirklich als unglaublich stark präsentiert. Wie gesagt, natürlich, es sind Spieler dabei, die halt auch schon sehr erfahren sind. Also man muss jetzt nicht unbedingt sagen, dass es halt schon so eine klasse Teamleistung ist, jetzt einfach nach ein paar Wochen, wie sie zusammenspielen, sondern es sind halt einfach wirklich auch echt starke Spieler so. Aber nichtsdestotrotz, das Aiming saß bei den meisten und vor allem auch in den meisten Situationen, besonders halt bei Power von Twist. An sich waren auch schon schöne Teamspielsachen dabei, Crossfire einhalten und so weiter, da mal rumziehen, da mal baiten für den anderen und so weiter und so fort. Das sah alles schon mal gar nicht so schlecht aus und Ifrek hatte echt dran zu knabbern. Jetzt sind wir halt mal gespannt, wie das Ganze auf Cobblestone laufen wird. Denn wie gesagt, das ist der Map-Pick von Ancient. Also die Map haben sie definitiv auf jeden Fall schon vorbereitet. Mirage anscheinend auch, ja. Sie waren absolut so gut auf Mirage, dass man davon ausgehen muss, dass sie sich die Map definitiv schon genauer angeschaut haben. Denn ich denke mal, jetzt am Anfang dieses Teams ist es noch gar nicht so unwahrscheinlich, sie echt auf einer unvorbereiteten Map auch zu erwischen. Punisher. Aber der Pruno ist auch gut gespielt. Ich habe Aspect gerechnet. Den zweiten konnte er sich ganz mitnehmen, weil er nicht hundertprozentig getroffen hat. Der Mate ein bisschen schauen. Oh, Twist kann sich daraus nochmal befreien. Wie denn? Wieso? Twist muss da viel früher sterben eigentlich. Ich werde es euch gleich nochmal erläutern. Bubble ist jetzt auch schon letzte verbleibende Spieler, nachdem seine Mates umgeholzt wurden. Alle Bubble. Oh, schöner Headshot. Schnell rübergezogen auf den anderen, aber jetzt vermisst er so ein bisschen den zweiten Spieler. Hat selber auch nochmal 2 AP und da wird er rausgenommen. Also. Twist stand hier. Irgendwo. Moment, ein bisschen weiter hinten sogar noch. Hier. Ein Spieler kam über das Window, einer war on-spot und einer kam sogar noch von hier. Und dann frage ich mich, wie Twist das überhaupt noch einen töten konnte. Allein das darf schon gar nicht mehr passieren. Also wie gesagt, nochmal um das Ganze, Moment, kannst du nochmal zu verdeutlichen. Er war irgendwo hier, wurde vom Spot gepusht, vom Window und von hier unten auch noch, von der Mitte. Oder halt aus dem Connector raus, ich weiß nicht mehr hundertprozentig. Und er hat's überlegt. Darf eigentlich nicht sein. Da kostet im Endeffekt Ifrek auch die Runde jetzt, aber der schnelle Dropper go, zweite Runde, Dropper, wieso nicht? Ja, wieso nicht? Genau deswegen, weil Ancient jetzt auf die lange Entfernung geht. Spielen es genau richtig aus. Prunax hält sich einfach zurück. Er lässt seine Mates machen. Die haben halt eben den Entfernungsvorteil. Jetzt konnte man das Ganze so langsam aber sicher runterspielen. Spyleader und Bubble sind auf dem Weg. Versuchen ihr Bestes, aber es scheint nicht allzu viel zu nutzen. Spyleader nochmal mit dem Umweg über den Connector. Jawohl, hat er zumindest der Devon noch erwischt. Aber dann gegen Prunax ist Ende Gelände. Schicht im Schacht. 2-0. Ancient. Sichert sich also auch den Anti-Force, weil der ja eigentlich ziemlich gefährlich ist. Aber in dem Moment konnten es die Schweden einfach sauber runterspielen. So, somit geht's für Ifrek nochmal in die Eco rein. Oder auch nicht. Sie Forceballen erneut. Ja, sie Forceballen nochmal, okay. Machen sie tatsächlich öfter so. Also es ist nicht das erste Mal, dass wir das bei Ifrek sehen. Vielleicht hoffen sie jetzt ein bisschen, dass Ancient diese Runde halt anders anspielt, als sie gerade gegen den Forceball vorgegangen sind. Und es könnte ja tatsächlich sogar funktionieren. Jetzt ist bloß die Frage, wie lange braucht Ancient, um herauszufinden, dass da ein Forceball gespielt wird. Spätestens jetzt weiß es Schneider und Gottes Willen, nimmt er 2 Leute mit durch die Smoke. Hat er einfach nur rein... Der hat gerade durchgesprayt. Hat einfach nur gerade durchgesprayt. NKL wird da nicht mehr rechnen mit ihm in der Ecke. Also Mate eigentlich schon, aber sie decken sich gut gegenseitig. Pronax und Schneider passen aufeinander auf. Und so ist Spyleader hier komplett... alleine. Müsste eigentlich gehört worden sein. Ich bin mir nicht sicher. Hat auf jeden Fall einen Step gemacht. Ob er jetzt wirklich angekommen ist, weiß ich nicht. Schöner Headshot von Devilwalk. Und dann ist Power da, um das Ganze zu vollenden. 13-0. Bei Ifrek ist jetzt immer noch kein Geld da. Also sie werden wahrscheinlich noch eine Runde sparen müssen. So spielen sie es dann normalerweise immer, dass sie jetzt sparen. Und oder halt eine Kevlar-Eco machen, was jetzt fast auch schon geht mit dem Loser-Bonus. Und nächste Runde halt dann kaufen. Also, es ist halt jetzt die Frage. Du kannst jetzt entweder die Kevlar-Eco spielen oder du machst halt jetzt nochmal die Full-Eco und hast dann so viel Geld, dass du 2 Waffenrunden hintereinander direkt einlegen kannst. Und deswegen werden sie es wahrscheinlich so rum machen. Ja, das ist auch völlig nachvollziehbar. Ich weiß nicht. Also dieser eine Forceball ist ja immer okay auf der T-Seite. Vom zweiten bin ich ehrlich gesagt kein so großer Freund. Es macht schon irgendwo Sinn auch. Wie gesagt, gerade weil die Gegner halt eventuell anders spielen, aber... Ich weiß nicht. Das Problem ist, wenn es halt nicht funktioniert, dann schenkst du auch noch eine Runde her. Das ist halt der Punkt einfach. Wobei... Moment. Wenn man es jetzt normal spielt, dann muss man eine Eco nach dem Forceball machen und danach die erste Waffenrunde, dann wieder eine Eco. Und wenn du es quasi so spielst mit den beiden Forceballs,
spielst du eine Eco und hast danach zwei Waffenrunden. Naja, das ist eigentlich, das stimmt, das ist tatsächlich ein Punkt, weil selbst wenn sie jetzt die Bombe nicht legen, hätten sie in der nächsten Runde wieder genügend Geld, um nochmal nachzukaufen. Ist eigentlich gar kein so schlechter Ansatz. Müsste man mal durchrechnen, wie es am meisten Sinn machen würde eigentlich. Aber ich glaube, das ist echt gar keine so schlechte Idee. Vor allem mit gelegten Bomben zwischendurch noch. Aber gut, jetzt konzentrieren wir uns erstmal wieder auf die Runde. Wie gesagt, es ist die erste Waffenrunde, in der Ifrag jetzt die Chance hat, da irgendwo mal durchzubrechen. Oder vor allem auch die reelle Chance hat, da jetzt irgendwo mal durchzubrechen. Wobei die eigentlich mit den Forcebys auch schon gegeben ist. Also die Winrates der Forcebys sind ja auch absolut hoch. Das muss man auch mal ganz klar so sagen. Und Ifrag hat sich erstmal vor dem B-Spot positioniert. Man schiebt jetzt gerade auch nach über die Galerie und so könnte man vermuten, dass es hier wahrscheinlich den Bego zu fünft einfach geben wird. So, Victor soll als erstes rein. Da kommt eine kleine Flash. Oder ist die Sperre aufgegangen? Ich glaube, Brunax dachte fast, es wäre eine Smoke. Schneider kannst du mir das einpicken und auch einen Headshot verteilen. NK hat nur noch 18 HP. Oh, jetzt kommt Pauf hinterher, aber da ist noch einer oben im Dropper. Pauf. Eieiei, jetzt hat er rausgenommen. Ja, Spidey hat lange gewartet. Kleiner Backstep. Oh, und da wird auch Twist rausgenommen. Also dieser Frag im Dropper, der hat den Unterschied gemacht, dass Spidey da oben noch wartet und erst danach den Gegner rausnimmt. Devilwalker hat sich nochmal kurz die M4 geschnappt, holzt ein bisschen in die Smoke. Hofft da irgendwas zu finden, aber das wird erstmal nicht wirklich funktionieren. Und dann ist Spidey da zur Stelle. Und das ist die erste Waffenrunde für Ifrag. Also dieses kleine Play im Dropper, was die Runde dann letztendlich ja relativ sicher gemacht hat. Vorher natürlich sowieso auch der Go durch den Dropper durch, der war auch sauber ausgespielt. Einfach gut gelöst von Ifrag. So, aber bei Ancient ist natürlich noch genügend Geld da. Sie könnten halt jetzt diesen Loser-Bonus von Ifrag unterbrechen, wenn sie die Runde holen würden, die Schweden. Was dann wahrscheinlich zu leichten Geldproblemen führen würde. Also nichts unbedingt Dramatisches jetzt bei Ancient, aber es würde sie wahrscheinlich, bei Ifrag, aber es würde sie wahrscheinlich schon stören. Ifrag wird sich wieder vor dem B-Spot versammeln, wieder die Brechstange auspacken und wieder versuchen, darum durchzupushen. Diesmal aber Pronax offensiv und das könnte Ifrag tatsächlich ein bisschen stören. Jawohl, den ersten damit. Oh mein Gott, schön von Pronax. Und sie pushen einzeln durch die Smoke durch. Das ist aber auch nicht gut von Ifrag. Also, das war jetzt wirklich ein bisschen misplayed. Devilwalker war schon rechtzeitig da. Ah, ja. Also, das war tatsächlich echt nicht gut gespielt einfach. Also, dass der erste durch die Smoke pusht, okay, irgendeiner muss ja anfangen. Aber dass dann jeder einzeln quasi rein, den Bronx hätte ja fast den dritten auch noch bekommen. Das war dann echt ein bisschen zu viel des Guten einfach. Und so gibt es die fünfte Runde für Ancient. Und wie gesagt, jetzt hat man eben dieses leichte Geldproblem bei Ifrag. Zwei Leute müssen schon auf die Tech-9 umsteigen. Und sollte Ancient die Runde auch noch holen, dann werden wir Ifrag auf jeden Fall in einer Eco sehen. Danach müssten sie wieder genug Geld haben, aber die eine muss auf jeden Fall sein, bevor es dann wirklich wieder weitergehen kann. Twists. Hätte vielleicht nicht weiter rumsteppen sollen. Ein bisschen sehr greedy letztendlich, aber gut, er konnte auf jeden Fall ein bisschen Schaden anrichten und die Information liefern, dass da ein paar Leute unterwegs sind. Also wenigstens nicht komplett umsonst gestorben. Schön, Bronax erfolgreich. Ich bin hier schon in 3 gegen 5. Und Schneider rechnet da immer noch mit einem Backstabber, denn gerade eben auf Mirage war NKL immer alleine unterwegs und genau das vermutet Schneider hier jetzt auch wieder. Das ist halt eben nicht der Fall. Jetzt kann er zwar den Kill durchpushen, er wird aber viel zu spät kommen. Bubble mit dem nächsten Kill und Schneider ist, der ist schon komplett auf verlorenen Posten. Der Spidey da, jawohl, der holzt den auch sofort weg. Also auf den A-Spot kommt man gut drauf, konnte da sein Aiming über die lange Distanz einfach ausspielen. Ja, gerade dieser Entry-Frag in der Mitte unten, der hat es halt möglich gemacht gegen Twist. Und das ist halt die Stärke von Ifrag. Auf den Spot rennen und alles einfach umschießen. Ja, das ist Ifrag. Das konnten sie da wirklich gerade sehr, sehr gut machen.
Wie gesagt, also Twist hätte halt nicht unbedingt rumziehen müssen. Es ist schon okay, dass es versucht. Aber da hätte er sich vielleicht lieber eine Flash vom Arsport irgendwie anfordern sollen und dann halt nochmal rumgehen. Es ist halt schwierig für ihn einfach, wenn er da sich so einen weiten Winkel aufmacht, da wirklich noch viel auszurichten. So, wird auch gut angeschlossen. Von der Mitte nur 50 HP weg. Fangposition noch, die sich da ausgesucht wurde. First Trick gesetzt. Also das scheint schon mal deutlich besser jetzt zu funktionieren bei Effect Twist. In der Mitte und Schneider hat sich da wieder mit der AWP positioniert, konnte sich nochmal eine leisten. Das wäre natürlich nicht schlecht jetzt, wenn er da mit seiner AWP irgendwie einen der Gegner rausziehen könnte, bevor sie wirklich den Go starten. Schneider, jetzt kommt's drauf an und Punisher nimmt ihn raus. Eieiei, das wäre ein wichtiger Frag gewesen. Effect callt sofort den Go. Einfach auf den B-Support drauf jetzt, das sollte eigentlich ziemlich gut funktionieren. Jawohl, Power wird sofort überfahren. Dann ist es, sind's nur noch Prolax und Twist und die werden halt direkt safen gehen. 2 gegen 5. Alles andere würde jetzt keinen wirklichen Sinn mehr machen. Also auch hier wieder schön ausgespielt von E-Frag. Man feedet sich quasi langsam an diesen Entry-Frags hoch, bis man dann das 2 gegen 5 hat. Fährt dann auf den B-Spot drauf zu 5. Ja, das wird funktionieren. Da kann eigentlich kaum was schief gehen gegen drei Leute. Also wenn die nicht wirklich gerade den B-Stack spielen. Und selbst dann hast du immer noch eine 2-Mann-Überzahl. Ja, also egal was du machst, du hast immer mehr Leute. Und wenn du dann noch einigermaßen ordentlich tradest, dann kann die Runde nur noch funktionieren. Und dementsprechend gibt es jetzt hier auch die dritte für E-Frag. Sobald da die Bombe hochgegangen ist, 2 gesafte Waffen bei Ancient werden wahrscheinlich für den Kauf reichen. Oh, ich gehe mal stark davon aus. Tja, aber jetzt gilt es halt irgendwie, diese Entry-Frags da effektiv zu verhindern. Und das ist halt bei E-Frag gar nicht mal so leicht. Die Bulgaren. Wenn sie eins können, dann ist es Headshots verteilen. Das können sie wirklich sehr, sehr gut. Das könnte Ancient hier auch so ein bisschen zum Verhängnis werden. So. Ancient, erstmal mit der Sniper mit rein. Versucht sich da jetzt auch ein bisschen weiter ranzuspielen. Also man hat tatsächlich jetzt die drei Leute auf dem A-Spot, weil man einfach vermutet, dass halt E-Frag zuerst irgendwas Richtung A spielt. Jetzt hat Pronox sein erstes Duell verloren gegen Victor. Was natürlich jetzt trotzdem wieder dieser Anti-Frag ist. Man versucht es auf der anderen Seite der Map so ein bisschen auszugleichen. Schneider steht da schon sehr, sehr weit vorne und er könnte eine gute Position haben, falls E-Frag vorhat, da nochmal Richtung B zu rotieren. Er hat zwar nur die CZ und ist dementsprechend gegen mehrere Gegner auch irgendwie ein bisschen aufgeschmissen. Aber die Posi an sich auf jeden Fall nicht schlecht. Devilwalk scheint seinen Gegner nicht gespeckt zu haben in der Position und in der Mitte. Okay, ein Geil am Twist-Eingang. Ja, aber Twist ist on point. Den zweiten nicht ganz erwischt. 20 HP noch bei Bubble. Und sie pushen natürlich jetzt sofort Richtung A, möchten direkt einen Raum einnehmen, der sich Eden da bietet. Devilwalk ist noch ein bisschen vorsichtig wegen dem Kistengang. Er sollte unbedingt schauen, dass er da rauspushen kann, genau. Das ist sehr, sehr wichtig. Denn von da unten lässt sich's einfach besser spielen als vom Window. Oh, Schneider von hinten, aber der wird abgehängt und Victor drückt ihm so ein Gerät rein. Victor aimt ihn einfach ab und böllert ihn komplett vom Server. Pauf ist im 1 gegen 3. Eieiei, und E-Frag mit der Runde Nummer 4. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eher so ein bisschen das, was ich von E-Frag erwartet hatte, aber eigentlich auch schon auf Mirage. Und ich wundere mich dann ganz ehrlich, warum sie Mirage picken, wenn sie bei ihnen anscheinend die letzten Spiele insgesamt nicht so gut funktioniert hat, wie sie vielleicht schon mal gelaufen ist. Es ist eigentlich, ja, schade halt fast so ein bisschen, weil wir sehen es jetzt halt auf Cobblestone, zu was sie in der Lage wären, aber das Ganze auf Mirage halt einfach absolut nicht zeigen konnten oder Ancient da einfach so krass ist. Aber Cobblestone scheint jetzt bis hierhin zumindest, man muss natürlich noch vorsichtig sein, es ist immer noch früh in der Halbzeit, es kann noch einiges passieren, aber bis hierhin scheint es schon mal nicht schlecht zu laufen. Und es wäre jetzt nicht so, als ob da jede Runde irgendwie durchgelackt wird, sondern sie haben es einfach im Griff momentan. So, Spidey da. First Track sitzt. Twister mit seiner Mac 10 rausgenommen. Soll ja auch sofort auf dem Weg
weiter offensiv gehen, quasi, um da noch mehr zu stören, noch mehr rauszunehmen. Jawohl, das hat auch funktioniert. Prolax durfte da schon dran glauben. Spidey da mit dem nächsten. Die gute alte Einspieler mit die McTendo macht alles kaputt. Taktik funktioniert. So, und den KL vollenden dann zum Ausgleich erstmal. Zu 5. So, erster Schritt für E-Frag ist schon mal geschafft. Nachdem sie 5-1 hinten waren, momentan erstmal auf das 5-5 ausgeglichen. Momentan das Grubber-Feld aber eigentlich noch sehr, sehr ausgeglichen. Also da kann man jetzt eigentlich ja, kaum jemanden hervorheben, großartig. Gut, Spidey da vielleicht, aber der hat sich ja gerade in der Eco alleine ja schon 3 Kills abgeholt. Also von dem her alles in allem. Vor allem insgesamt auch. Ja. Es ist nicht so, dass jetzt nur ein Team ausgeglichen ist, sondern beide halt. Also das wirkt momentan alles noch relativ balanced. So, Victor, wieder den First Mac gezogen. Also das ist echt das, was jetzt gut funktioniert. Man kriegt diese Entry-Facts einfach ständig. Pronax mit dem Double Kill. Aber dann wird er trotzdem rausgenommen und der Retake wird halt trotzdem wieder sehr, sehr schwierig werden. Wenn sie auf jeden Fall was zu knabbern haben. Oh, aber der Boost ist nicht schlecht gedacht. Der Boost könnte richtig gut funktionieren. Na, ein KL plantet aber hinter der Statue. Da werden sie nicht an ihn rankommen. Flash, muss ich dann nochmal den Retake zu spielen. Sie wollen es auf jeden Fall versuchen. Devil Walk wird da gut angeschossen, aber Twist ist da, um ihn zu unterstützen. Twist hat sich rechtzeitig umorientiert, aber er kriegt den Gegner nicht sofort getroffen. Und das wäre so wichtig gewesen, dass dieser erste Hit einfach instant sitzt. Und vermutet genau, dass Bubble da oben steht. Devil Walk muss so vorsichtig sein, einfach keine AB mehr. Oh, und da wird er rausgenommen von Bubble. Das war die Runde. Die Bombe tickt zu schnell, schade. Schöner Versuch, die Bombe einfach abzusmoken, aber ja, da ist Bubble halt einfach zu sicher. Der weiß ungefähr oder ziemlich genau, wo die Bombe liegt. Das konnte er sich ja die ganze Zeit vorher angucken oder der Plant ist einfach ausgemacht. Und dann kann er da halt dementsprechend auch locker reinholzen. Er muss es ja nicht mal genau wissen, es reicht ja schon ungefähr. Gerade wenn Devilbox so wenig AP hat, trifft ihn halt einmal und die Runde ist einfach vorbei. Und genau das ist ja in dem Moment auch passiert. So, aber für Ancient ist noch nicht alle Tage Abend, wieder eine Waffenrunde, die sie da einlegen können. Aber E-Frag scheint momentan richtig schön in Fahrt zu kommen. Also mittlerweile die 5. Runde in Folge da abgeholt. Und Ancient sah auch nicht wirklich gut aus gegen diese Waffenrunde. Das muss man jetzt auch ganz klar mal hervorheben. Nummer 1, Schneider kann traden. Schneider holt noch einen zweiten, wird erst dann gereflagged. Also damit auf jeden Fall seinen Job erledigt. Seine Teammates machen lassen, aber Bubble hier wieder mit dem schnellen Headshot. Devil Walk wird sterben, der steht da schlecht. Twist zumindest einen rausgepickt, die Bombe purzelt in seine Richtung. Er nimmt den zweiten Twist und jetzt den dritten auch im No-Scope. Schade! Bubble ist es, der rechtzeitig rumzieht. Der No-Scope sitzt nicht und damit hat er wohl gerade die Runde für sein Team entschieden. Und bei E-Frag sammelt sich natürlich auch das Geld an. Ancient mittlerweile den maximalen Loser-Bonus, aber selbst damit, ja gut, sie können ihn kaufen, aber was ist es denn bitte für ein Kauf? Nicht unbedingt so ordentlich. Der Devilwalk muss jetzt schauen. Wird wahrscheinlich auf den Farmers umsteigen. Kein einziges Kit dabei. Also die Runde am besten vor dem Retake entscheiden. Oder halt dann schnell einen Retake spielen. Also jetzt probiert man hier im Dropper mal den Boost. Ich denke mal, den Dropper offensiv anzuspielen, das war sicherlich schon eine sehr, sehr gute Variante. Aber mit der Smoke könnte E-Frag das Ganze jetzt Oh mein Gott, Schneider. YOLO to the max. Aber sowas von. Hüpft er einfach durch und er kommt tatsächlich auch noch weg. Dreistigkeit siegt. Twist hat in der Mitte einmal aufgepasst. Oh, und auch er kommt gerade noch so davon. Jetzt nochmal reingefaced. Victor angehittet. 17 AP. Jetzt hol ihn weg. Komm. Mach ihn. Seitengang, komm rum. Der Devilbox ist vorsichtig. Natürlich bewusst auch. Muss er auch sein. Der kann doch nicht einfach rausfahren durch die Smoke. Macht er schon richtig so. Ich denke mal, es reicht einfach, wenn man weiß, dass Victor low ist. Das ist in dem Moment eigentlich wirklich schon genug. So, und E-Frag hat sich einfach nochmal für den BGO entschieden. Ja, bisher so sah nicht funktioniert. Jetzt sind wir eh nur noch zu dritt. Warum nicht? Twist pickt aber den ersten, hat gut verschoben. Hat sich nämlich auf dem A-Spot festnageln lassen. Power von Prorax setzt noch die letzten beiden Kills. Prorax war schon von hinten dran. Ist schon komplett durchgepusht. Durch die Mitte. Und somit gibt es die 6. Runde für Ancient. Also jetzt hat es mal wieder funktioniert.
Offensivpush im Dropper, um dann früh diesen B-Aufbau zu stören. Und dann letztendlich das Ganze einfach sauber ausgespielt. Auch Twist hat diesmal wieder einen guten Job gemacht. Und das ist, denke ich mal, wichtig, denn man. Also, E-Frag baut es eigentlich jede Runde gleich auf. Zwei Leute Richtung B, drei Leute Richtung A. Und wenn du da halt irgendwie stören kannst in diesem Aufbau, dann ist es für E-Frag schon sehr, sehr nervig. Und vor allem sind es dann auch normalerweise Easy-Entry-Frags. Jetzt geht es ja mal schnell Richtung Connector, Richtung Kistengang, meine ich. Connector. Der wäre wichtig gewesen. Twist hat da verschossen. Dieser zweite Kill, der wäre es wieder gewesen. Und jetzt ist Devilwalk hier ein bisschen in einer brenzligen Situation. Bubble wird da auch wieder raus. Oder kann er wieder einen rausnehmen? Spidey da auf der Suche nach dem nächsten Kill. Devilwalk und sein Mate Pauf konnten da schon ein kleines Crossfire aufbauen. Ups. Also es kommt jetzt vor allem auch ein bisschen auf Schneider an. Wenn Schneider Gas geben kann und rechtzeitig hinten reinkommt, dann könnte es hier funktionieren. Devilwalk kriegt einen, wird dann low geschossen. Pauf von der Seite mit zwei Headshots, aber der Gegner ist noch nicht tot. Schneider muss ein bisschen Zeit lassen. Er wurde letztes Mal schon abgeaimt. Er möchte dieses Mal nicht wieder abgeaimt werden. Wenn sie noch ein bisschen Zeit rausholen, 10 Sekunden vielleicht noch, wenn überhaupt, 5 Sekunden, dann ist er da. Aber jetzt fällt der erste. Schneider muss quasi jetzt aufs Gaspedal drücken. Und da ist er. Da ist Schneider. Er wartet ab. Er wartet ab und das ist hier, glaube ich, die richtige Entscheidung. Wenn Bubble sich da nicht plötzlich umdreht, er will unbedingt noch einen zweiten Spieler safe haben. Jetzt vor allem. Schneider wartet und wartet und wartet und wartet. Warte den ersten, da pickt er den zweiten und da holt die Nate raus. Warum denn die Nate? Warum die Nate und nicht die Pistol? Schade, aber schöner Versuch von Schneider. Ich denke, er hat es genau richtig gespielt. Nicht sofort den Frag setzen, vor allem wenn sein Mate dann stirbt, sondern einfach noch ein bisschen warten. Ah, und dann zieht er leider die Nate. Vielleicht ein bisschen gepanickt auch. Schade. Aber auch schnell reagiert von Bubble, dass er es auch noch mitbekommen hat, wo Schneider genau war. Also gut, es konnte eigentlich nur die eine Posi sein. Aber trotzdem, so eine Ansage kann auch schneller runtergehen oder einfach nicht kommen, wenn man so viel Plex ist. So, und für Ancient bedeutet das natürlich wenig Geld in dieser letzten Runde der ersten Halbzeit. Aber auf jeden Fall hat man hier den First Frag gerade eben schon mal gezogen. Schneider hat da einen rausgenommen. E-Frag hat es völlig richtig gelesen und bewegt sich da gerade eben durch die Mitte durch. Devilwalk steht bereit. Die Max 7 auf die Close Range. Warum nicht? Er zieht ein bisschen zu hoch, aber trotzdem der Headshot sitzt, hat es gerade nochmal rechtzeitig runterkorrigiert. Kann man sich ganz gut merken hier. Es gibt immer diese Headshot-Linien und auch beim Cobblestone da hinten gerade im Connector. Wie sage ich immer Connector zum Kisten gerade? Sieht man das sehr, sehr gut. Ich werde es gleich mal zeigen. Jawohl, ist ja schon von Twist, wird zwar dann gerefragt von Spyleader, aber man hat es 2 gegen 2 rausgeholt. Und zwar kann man sich das hier super leicht merken mit dieser Linie einfach auf der Höhe. Das ist immer schön genau der Headshot, wenn man sich darauf fokussiert. Und das gibt es auf allen Maps halt immer irgendwo. Immer diese kleinen Linien, die einem anzeigen, wo man sein Fadenkreuz platzieren muss, um den Headshot halt schnell setzen zu können. Ah, schöne Position von Victor, die er da gewählt hat. Oh mein Gott. Ja, und das wird die Runde sein. Oder, Victor? Victor umläuft ihn, Victor umläuft ihn, da wird er nicht damit rechnen. Oh mein Gott, doch, Proax hat es auf dem Schirm. Proax weiß, wo sein Gegner ungefähr ist. Victor wird erstmal ein bisschen anfragen. Jetzt hat er sich definitiv verraten. Oh, Proax, Moment. Versucht einfach schnell durchzuziehen. Aber er braucht 10 Sekunden, er kann nicht durchziehen. Er braucht 10 Sekunden. Und dann, oh mein Gott, er kriegt ihn sofort. Geht er durch? Der geht durch, oder? Proax, jawohl. Und die Runde nochmal geklatscht. Zum 8:7 Ancient mit 7 CT-Runden auf Cobblestone. E-Frag mit 8 CT-Runden. Ich denke mal, damit können beide Teams irgendwie so ein bisschen zufrieden sein. Das ist mehr oder weniger eigentlich wieder ein ziemlich, ja, nicht wirklich aussagekräftiges Ergebnis. Beide Teams hatten jetzt wieder so ein bisschen in der Höhen und Tiefen. Ich würde mal sagen, alles in allem könnte man trotzdem sagen, dass es die bessere Halbzeit für E-Frag war. Also sie wirkten einfach solider durch die Bank. Gerade dann halt in der zweiten Hälfte. Aber, also, der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit. Aber ich denke mal, also, damit kann Ancient auf jeden Fall auch zufrieden sein. Ganz klarer Fall. So, also da warten wir, bis hier wieder alles am Start ist.
wieder alle ready sind. Und das scheint momentan der Fall zu sein. Also, Ancient auf der T-Seite, E-Frag auf der CT-Seite jetzt. Seiten wurden also getauscht, natürlich. Ja, ganz normaler Ablauf. So, jetzt mal schauen, was Bubble sich da noch gönnt. Kevlar? Ne, okay, kauft tatsächlich noch Granaten. Oh, Ancient hat sich da wohl für einen relativ simplen Go entschieden. Ja, man hat da bei Pronax die Nades gekauft und der Rest hier einfach nur mit den Pistoleros unterwegs ist. So, ein Victor steht da alleine auf dem A-Spot. Und das ist genau das, auf was Ancient hier abzielt. Die wollen diesen einzelnen A-Spieler rauspicken. Boah, Victor hat eine gute Pose gewählt. Das ist jetzt die große Frage. Rechnet Schneider damit. Sie contacten Victor an. Und sie checken jetzt seine Position. Jawohl. Und da geht er down. Da geht er down. Und das war genau das, was Ancient hier haben wollte. Jetzt haben sie eben dieses 4 gegen 5 momentan. Und da sollte die erste Smoke Richtung Connector auch fliegen. Ist sie auch schon tatsächlich. Splash hinterher. Die Code, die hat jetzt nicht unbedingt gesessen. Punisher konnte aber nicht verhindern, dass die Bombe erstmal gelegt werden wird. Pauf hat hier den ersten gezogen. Bubble. Zumindest mit einem Refrag gegen Devilwalk. Trotzdem immer noch die Überzahlsituation bei Ancient im Moment. NKL Richtung Mitte unten. Aber sie finden die Frags nicht so wirklich, die Spieler von E-Frag. Jetzt hat NKL letztendlich einen bekommen. Twist gegen Pauf. Oh, nicht Twist gegen Pauf, sondern Bubble gegen Pauf. Da hat er ein bisschen daneben geholzt oder NKL oder wer auch immer das war, hat auf jeden Fall sauber verschossen. Und es gibt die Pistol für Ancient. Einfach schön angespielt. Den A-Spot contacted. Den Gegner hat er rausgenommen. Wichtig auch, dass die Position überprüft wurde, denn das ist tatsächlich eine, die selten gespielt wird in der Piste, aber die wirklich einfach gut ausgeschlossen wurde und dann konnte man es einfach schön rausspielen. Wie gesagt, vor allem, weil man halt E-Frag lange einfach den Dampf aus dem Retake genommen hat. Ja, sie haben sich einfach nicht gezeigt. E-Frag hat einfach keinen Frag bekommen und gerade das hat halt den Bulgaren viel Zeit gekostet. So, jetzt nochmal der langsame Aufbau Richtung A-Spot. Runex, die Close Range mit dem Mac-10 hier natürlich gute Chancen, aber die beiden CZs sind definitiv nicht ungefährlich, die da gegen ihn stehen, oder die eine CZ. Ja, aber schön, sehr schön. Runex und Devilwalk launen weiter auf. Also, die beiden Frags holen sie sich da sauber ab. Und somit müsste man hier eigentlich locker durchkommen in Richtung A-Spot. Ein KL, vielleicht mal mit der Chance gegen Twist. Der braucht ein bisschen, schießt ihn aber auf jeden Fall gut an. Twist hatte auch nur der MP7, also jetzt auf die Distanz nicht unbedingt die optimale Waffe. Jawohl, Pauf gegen das Window. Dann steht noch ein Punisher, sie scheinen aber sogar mit ihm zu rechnen. Mal schauen, ob der gleich noch überprüft wird. Ja, würde er. Dann muss er eigentlich sterben, jawohl. Ist auch so, Pauf. Dann wird er rausgenommen. Also das fällt hier auf jeden Fall schon mal auf, dass die Positionen sehr, sehr diszipliniert ausgeschlossen werden. Dass da immer einer da ist, der irgendeine Position überprüft. Und da dementsprechend auch nachschaut. Also hat man so den Force-Buy von E-Frag eigentlich ziemlich locker abgewehrt. Spidey, der versucht da noch ein bisschen Schaden anzurichten. Ich weiß nicht, sie müssten ihn jetzt auch nicht unbedingt handeln. Also es wäre jetzt nicht allzu ergiebig, ob man ihn da rausbringt oder nicht. Macht eigentlich wenig Unterschied. Oder sollte eigentlich wenig Unterschied machen. Na gut. Ab geht's in die Runde Nummer 18. Für Ancient die Möglichkeit, hier noch eine 10. Runde oben drauf zu legen und es ist auch sehr wahrscheinlich, dass sie die halt noch bekommen, weil E-Frag halt kein Geld hat, weil sie nochmal sparen müssen. Man hat Sprunax an der Mac-10 und Twist an der MP7. Dann müssten eigentlich in der Runde schon den meisten Schaden machen können. Schneider ist auch noch am Baseboard abgestellt. Der gammelt und der wird wahrscheinlich auch erfolgreich sein damit. Den Spidey da, nee, Punisher ist es. Ist gerade dabei, offensiv zu pushen. Jawohl, Schneider einmal zugeschlagen. Könnte man sich jetzt umorientieren Richtung B, aber ich denke mal, sie werden trotzdem einfach auf dem A-Spot drauf von Pronax. Jawohl, die Position wird gecheckt. Nummer 1 sitzt. Also wirklich dann auch wieder schön die Deckung da von Devilwalk. Paar auf den nächsten rausgepickt. Ja, da ist auch einfach keine Chance, da irgendwas zu machen hier.
Da gibt's einfach nichts zu tun, außer zu sterben. Und so geht's dann aus dem letzten Spiel. So geht's auch in Köln noch. Und damit 10 zu 8. So, jetzt geht's ab in die erste Waffenrunde der zweiten Halbzeit. Man hat sich erstmal nur für die M4s entschieden. Teilweise oder wahrscheinlich durch die Bank. Aus geldtechnischen Gründen. Genug Geld für die AWP ist noch nicht da. Bei Ancient eventuell sogar schon. Können wir ganz kurz schauen. Ja, es wäre Geld da gewesen, aber man hat sich erstmal auch hier dagegen entschieden. Möchte es vielleicht erstmal einfach mit den AKs probieren. Was, denke ich mal, auch Sinn macht. Ja, bevor man jetzt erstmal nicht weiß, wie es mit den AK läuft. Wie es mit den AKs läuft, muss man jetzt nicht unbedingt direkt hier anfangen, die AWPs auszupacken, die halt auch sehr viel Geld kosten und dadurch vielleicht eine zweite Equip Round verhindern können. So, Twist Richtung Mitte unterwegs, drei Leute im Kistengang momentan, wahrscheinlich ein kleiner Go, den Menschen davor hat. Ah, Twist wird jetzt aber rausgenommen. Konnte Victor nur auf 42 HP runterschießen, man weiß auf jeden Fall schon mal, was der für eine Position eingenommen hat. Der scheint hier momentan noch verlassen zu haben. Ne, Victor wurde gerade rausgenommen von Pauf. Und da unten in der Mitte steht momentan noch einer, Bubble ist es, aber der wird auch wieder überprüft. Ah, Schneider ist da nicht ganz rausgekommen aus dem Dropper. Sie müssen nur Bubble da unten unbedingt noch erwischen. Der wäre so wichtig, der Kill. Aber Bubble ist hier on point. Kann aufpassen. Devilbog den ersten. So, jetzt Bubble. Der muss als nächstes fallen. 30 HP noch bei ihm. Devilbog schnell genug rübergezogen, aber nicht ganz auf dem Köpfchen drauf. Und Brunax, der sich dann noch mit die Smoke reinbewegt hat. Das könnte gut enden für ihn. Sein Gegner hat ihm da zum Glück die Tür aufgeschossen. Da pickt er auch direkt den ersten raus, Brunax. Nummer 1 sitzt schon mal. NKL und Bubble sind auf dem Weg zu picken. Pronax schießt den ersten an, aber dann ist Schluss. Die neunte Runde für Eve. Vielleicht die erste Waffenrunde geht auch für sie, aber wie gesagt, Ancient dafür. Ancient noch genügend Monetas, um da einfach eine Runde nachzukaufen. Jetzt wird es interessant zu sehen, was sie vorhaben. Ob man zum Beispiel auch mal den B-Spot anprobiert oder ob man wieder Richtung A geht. Ja, man teilt sich auf jeden Fall erstmal wieder 1-4 auf. Schneider, der da jetzt quasi den Olofmeister spielt. So wie es Promax ja letztendlich etabliert hat eigentlich. Ja, Schneider wird da gut angeschossen, hat da nicht wirklich eine Chance auf irgendeinen First Track. Man stellt sich wieder vor dem A-Spot auf, so wie die Runde gerade eben schon. Und versucht dann da irgendwie durchzubrechen. Erstmal sauber die Mitte eingenommen, alles schön abgeflasht. So viel Zeit muss sein, um die Mitte da ganz schön ausschließen zu können. Victor steht relativ alleingelassen. Sein Mate könnte schon schnell genug hinterher schieben. Aber wenn Ancient es gut anspielt, dann werden sie zuerst Druck gegen die Mitte machen, warten, bis der Mate nachschiebt, um ihn dann rauszupicken, wenn hier erstmal alle Positionen ausgeschlossen sind. So, da kommt auch schon die erste Flash. Victor wird rausgenommen und die Reaktion des A-Spielers bleibt erstmal aus, aber Pronax trotzdem mit dem Headshot hier gegen Bubble, der auch sehr, sehr offen da stand. Spidey da hat sich auf dem A-Spot noch platziert und wenn sie den noch rausnehmen, dann ist die Runde eigentlich durch. Die Bombe nochmal gerefragt, Spidey mit dem zweiten, der war aber auch schon low. Aber spätestens bei Schneider ist dann Schluss und jetzt ist Punisher hier im 1 gegen 3. Er hat einen Diffuse-Kit dabei, hat auch noch einige Nades eigentlich. Damit könnte er sicherlich noch was anrichten, aber die Runde an sich auch wieder nicht schlecht angespielt von Ancients. Oh, Punisher kriegt hier die erste Flash ab. Ich weiß nicht, anscheinend möchte er es auch schon gar nicht mehr so wirklich probieren. Wenn er die AP-Zahlen wissen würde, dann könnte man eventuell noch einen Versuch starten, aber ja, ob es jetzt wirklich nötig ist, weiß ich nicht hundertprozentig. Lieber die M4 durchbringen, damit man next. Naja, man wird nicht kaufen können. Man wird sowas von nicht kaufen können. Doppel-Eco. Selten ein Team gesehen, das so wenig kaufen kann, wie sie jetzt gleich. Aber gut. Ja. Force Buy ist angesagt.
Punisher hat natürlich die M4 noch. Frostbite macht jetzt vor allem auch Sinn, weil halt eben noch diese eine M4 da ist, aber ich denke mal, damit wird Ancient sogar rechnen. Höchstwahrscheinlich. Das Problem ist halt jetzt, wenn sie den Frostbite nicht holen, die Full Eco nächste Runde dann. Und dann werden sie halt in ihrer nächsten Equip nicht wirklich viel Equipment haben halt. Schneider wird da wieder gut angenadet. Der muss ordentlich leiden da oben. In seiner Position. Man hat jetzt diesmal schnell den B-Spot anspielen wollen bisher. Also was heißt schnell? Man möchte halt jetzt einfach mit Schneider diesen First Track ziehen. Oh, Spy-Leader. Der wird auf jeden Fall schon mal gut unter Druck gesetzt. Ah, die Gegenflash. Das war, glaube ich, nee, das war der Teamflash. Die Teamflash, die ihm hier das Leben rettet. Die kamen von den Ts. Oh, jetzt kommt der erste hier rein, geolot. Devilwalk mit der P90. Okay, kann aber den ersten raustackern. Dann Pronax mit dem Refrag. Nach hinten wird aufgepasst. Victor. Was ist da los? Victor verliert sein Duell. Ja, das war bitter nötig. Jawohl, und damit aufgeräumt. Pauf nochmal mit 2 Frags, 12 zu 9. Der Forceback konnte also nicht gewonnen werden. Und jetzt ist eben das Problem, man spart diese Runde, kriegt nächste 2400. Und dann sehen wir schon, dann ist da nicht so viel Geld da. Also da wird es granatentechnisch sehr, sehr dünn besetzt sein bei E-Frag. Ja, und langsam aber sicher wird es halt auch eng, was hier einfach nur die Runden angeht. Denn wenn Ancient die jetzt auch noch holt, wovon ich einfach mal in meiner unendlichen Weisheit ausgehe, weil es dann nur so eine Anti-Eco gegen USPs ist, dann ist da nicht mehr allzu viel Puffer. Schöne Flash von Devilwalk. Schön von Twist. Sehr, sehr schön von Twist. Beide gleichzeitig rausgenommen. Easy Spray, easy life. Okay. Ja, da werden sie rausgepickt. Da werden sie überall rausgepickt. Bubble dachte, das wäre sein Gegner. Das war aber sein Mate. Ja, zumindest die eine AK könnte man sich eventuell auch mitnehmen. Die wäre sicherlich nicht schlecht, wenn man die dabei hätte. Den Karl Wilhelm vom Pauf. Aber auch das geht nicht durch. Half Reflecting hier mit der AK, die eigentlich gesaved werden sollte. 13 zu 9. Und jetzt geht's halt in die nächste Waffenrunde rein. Und wie gesagt, viel Equipment wird nicht da sein bei E-Frag, aber es wird halt trotzdem die wichtigste Waffenrunde für sie jetzt sein. Denn sollte man die nicht gewinnen, dann wird's eng. Und zwar sehr, sehr eng. Wenn nicht sogar nicht mehr holbar. Also gut, unholbar ist es nie. Keine Frage. Aber trotz allem wahrscheinlich unwahrscheinlich. So, Pronax duckt sich nochmal unter der Nade weg. Dementsprechend macht sie nur 33 Schaden, was aber trotzdem eigentlich einiges ist. Weg aus dem Job heraus, hat sich da schon sehr, sehr weit vorne positioniert. Victor gerade gegen Twist erfolgreich. Und da stand noch einer offensiv. Pauf aber mit dem Reflect. Trotzdem ist man immer noch ein Spieler in der Unterzahl und den muss man ja erstmal irgendwie ausgleichen. Wie gesagt, Pronax hat sich da schon relativ weit vorne positioniert. Damit wird man nicht unbedingt rechnen bei E-Frag, dass er da schon aus dem Job heraus ist. Und das wäre jetzt wichtig, dass man da irgendwie ins Spiel bringen könnte. Jawohl, Pronax setzt sich auch gerade eben schon den ersten, ist auf dem Weg, den nächsten auch noch zu finden. Pronax mit dem zweiten, hätte schon 2 gegen 2 rausgeholt. Super wichtige Kills hier von ihm. Boah, aber Bubble. Bubble knallt den ersten weg, den zweiten schießt er an, den zweiten nimmt er auch noch raus. 13 zu 10. E-Frag holt sich diese Runde und die war definitiv wichtig. Und so können sie sich da ein bisschen Geld... Naja, weiß ich, ein bisschen weiter droppen, ja. Da bleibt nicht allzu viel übrig. Da bleibt nicht allzu viel übrig, viel zu wenig. Also wieder eine entscheidende Runde für sie. Ancient hat noch genügend Geld, um nachzukaufen. Auch nächste Runde mitgelegter Bombe auf jeden Fall.
Ohne wird es ein bisschen dünner, aber könnte eventuell sogar trotzdem noch drin sein. So, Schneider wird da gut genadet. Muss auch sehr, sehr vorsichtig sein. Twist. Jawohl, schöner Headshot. Hat sein Gegner gerade auch reinschleichen sehen und ihn dementsprechend jetzt locker rausnehmen können. Aber da hat man schon mal den Entry-Frag Richtung A-Spot. Mal schauen, ob sie darauf jetzt aufbauen wollen. Twist mit dem nächsten Kill Richtung A. Sehr schöne Headshots vom Schweden hier. Spidey da steht da hinten noch am Holz, aber könnte da auch jederzeit rausgenommen werden. Kerl hat auch schon nachgeschoben. Und es ist immer noch ein Spieler vor B. Schneider wartet ab. Der will einfach nur abdecken, dass da niemand kommt. Twist, sehr schön, ein nächster Headshot. Der ist jetzt wirklich auf dem Punkt, der Junge. So, ja, und wieder ist es Twist. Twist mit dem Ace. 5 Headshots. 5 Kills. Twist zerstört E-Frag komplett. Aber wirklich komplett. 14 zu 10 für Ancient. Was für schöne Dinge, die er da verteilt hat. Holy shit, hat sie zerlegt. Und das könnte der Neckbreaker gewesen sein. E-Frag hat super wenig Geld. Sie können jetzt nur Forcebine, sie können nächste Runde nur Forcebine. Moralisch tut's auch absolut weh, ne? So ein Ding, das steckst du nicht einfach so weg, weil Twist halt komplett eskaliert da einfach. Sehr, sehr schönes Ace da von ihm. Und damit vielleicht sogar das Spiel gewonnen. Das werden wir jetzt gleich sehen. Bubble am Kistengang. Ah, sie wissen, dass er da steht, ja. Er hat sich geflasht, sie wissen, dass er da ist. Und dementsprechend locker wird er noch rausgenommen. Victor, schöner Kill hier in der Mitte, aber Twist wieder mit dem Headshot zur Stelle. Da steht noch einer close in der Mitte, Twist. Er geht aber rechtzeitig und auch den nimmt er raus. Jetzt ist er unaufhaltsam. Twist. Quasi der Garen des CS. Dreht sich einfach nur noch im Kreis. Schreit irgendeinen Namen. Und hofft, dass alles besser wird. Ja, E-Frag hat sich da jetzt sauber verschätzt. Die denkt, dass es hier der B-Spot wird. Der ist es aber nicht. Schneider nimmt den ersten sauber mit. Den zweiten hat er gehört. Und verliert sogar das Zoll gegen Spidey da hier. Ja, aber trotzdem. Der hat sich hier die AWP geschnappt. Aber wenn man jetzt einfach schnell die Bombe plantet. Wundert mich eigentlich, glaube ich, warum sie es sowieso noch nicht gemacht haben. Dann sollte es eigentlich möglich sein. Hier der kleine Boost von LG. Die Brasilianer das erste Mal gespielt. Da schaut man das Köpfchen raus. Beide faced in ihn ein bisschen undiszipliniert fast sogar. Ich meine, dafür, dass es Prolax ist. Aber okay. Die Runde geht durch. Und damit das 15 zu 10. Wieder wenig Geld bei E-Frag. Wir sehen es. Sie können jetzt wieder nur Forcebine. Und es sieht alles danach aus, als ob Ancient hier alles im Griff hat. Nicht mehr ganz so dominant wie auf Mirage, aber immer noch besser. Und dementsprechend, ja, auch einfach vorne und eventuell hier sogar mit dem Sieg direkt in dieser Runde. Schöner Offensiv-Push, aber da ist ein Schneider noch irgendwo und der holt ihn einfach um, zieht sag ich schon, Tech 9 for the win. Reintackern und alle sind tot. Und Agent spielt bisher sehr, sehr A-orientiert. Und auch diese Runde scheinen sie das tatsächlich wieder so vorzuhaben. Man wartet jetzt aber erstmal noch ein bisschen defensiv ab da. Bei den Treppen und könnte so vielleicht sogar noch einmal wischen. Jawohl, Devilbock war geduldig und die Geduld hat sich ausgezahlt. Twist. Rausgepickt. Schneider muss dran glauben. Ich dachte eigentlich, er wäre schon weg gewesen, aber gut. Sah anscheinend nur so aus. Bubble im 1 gegen 2. Der muss es richten, sonst heißt GG, well played. Sonst wäre E-Frag raus aus diesem Turnier. Es gibt kein Lower Bracket.
Entweder jetzt oder nie. So, Pavel nochmal kurz die AWP gepickt. Hoffst natürlich damit besser ausspielen. Oh, Pauf, Pauf, sei vorsichtig. Er hat die Bombe sogar. Twist wurde gehört. Es wurde eindeutig gehört von Bubble. Jetzt hat er ihn auch gesehen. Jetzt muss er vorsichtig sein. Er hat noch eine AWP. Eieiei, Twist. Und Pauf muss es richten. Pauf muss es richten. Sieht er ihn? Er sieht ihn. Er macht ihn aber nicht. Bubble klatscht. Und damit hat man noch nicht ganz gewonnen hier. Die Bombe immerhin geblendet. Gibt natürlich ein bisschen mehr Geld nochmal aufs Konto. Aber es ist noch nicht vorbei. 15 zu 11. Bubble hat sein Team im Spiel. 4 Runden müssen sie noch holen. 4 Runden in Folge. Dann hätte man hier die Overtime. Schöne Runde von Bubble. Sehr, sehr schöne Runde. Sauber ausgespielt. Ja, war ein bisschen unglücklich von Twist, aber ich glaube, der hätte nicht damit gerechnet, dass Bubble die AWP gepickt hat. Noch hat's Ancient in der Hand, noch haben sie Waffen. Noch ist alles im grünen Bereich. Jetzt haben sie halt den Nachteil, dass sie auch gegen Gegner spielen müssen, die halt ebenfalls Waffen dabei haben. Und nicht mehr nur gegen Pistolen. Und es wird auch das letzte Spiel so bleiben, denn sollten sie die Runde gewinnen, ist es natürlich vorbei. Und wenn sie die Runde weiterhin verlieren, dann wird natürlich das Equipment von E-Frag auch nicht schlechter. Das ist ja gar keine Frage. Geht's ab in den Dropper. Ancient spielt sich da durch. Bronax wieder in seiner Ecke abgestellt und der wartet einfach erstmal. Der chillt ein bisschen. Der hofft drauf, dass hier seine Mates erstmal den Damage anrichten können. Und E-Frag steht gerade absolut nicht für den B-Go bereit. Sie sind nur zu zweit auf dem B-Spot. Und selbst dieser zweite Spieler kann mit der Mac7 nicht allzu viel machen. Spidey hat jetzt den ersten rausgepickt. Der wird natürlich schnell verschoben und hat Angst vor genau diesem B-Go. Spidey hat nur noch 11 AP. Da wird er rausgenommen. Und jetzt ist der B-Spot so gut wie frei. Prorax wird nochmal rausgenommen, wenn Bubble da nochmal gegenhalten kann. Bubble. Er sucht die Kills. Er sucht sie unbedingt, aber er findet sie momentan nicht. Der Spot-Spieler hat jetzt auf jeden Fall ordentlich Probleme. Punish hat den ersten bekommen und der Retake sieht gut aus. Jetzt muss irgendeiner von beiden eskalieren. Devilwalk hat so eine schwere Position, er kann eigentlich nicht wirklich was machen. Die nächste Nate nimmt ihn noch weiter raus und er hat nur noch 9 AP. Devilwalk im 1 gegen 3, keine Chance. Schön ausgespielter Retake. Den Druck gemacht, bevor man sich da in die Afterburn-Situation wirklich begeben kann. Und der Defuse wird ja auch locker durchgehen. Schade eigentlich. Also Ancient ist da eigentlich ziemlich gut durchgekommen, aber haben sich da nochmal aus der Ruhe bringen lassen. Jetzt muss man hier wahrscheinlich nochmal in die Eco tatsächlich sogar bei Ancient oder halt Kevlar Eco, je nachdem was man jetzt vorhat. Und E-Frag könnte hier nochmal rankommen. Wir steuern Richtung Overtime. Man hat sich da tatsächlich für die Kevlar Eco entschieden bei Ancient. Der Klassiker wäre es natürlich, wenn sie die jetzt wieder gewinnen würden. Ja, das wäre CSGO Classics Volume 1. Nochmal der Bego, den man jetzt vorhat. So, die Flash sitzt gut gegen Punisher. Oh, Spidey da. Der hat da so ein Gesicht gefressen. Und da kommt nochmal die Nate hinterher, die ihm hier ein Ende bereitet. Devilwalk nicht facen. So nichts. Und er ist da sofort wieder weggegangen. Wird aber gut angeschossen. Twist von der Seite, natürlich. Prediction von Muxor. Natürlich muss es diese Eco sein, oder was? NKL im 1 gegen 2. Der kann's retten. NKL, dann ist die Munition alles. Schade. GG, well played. Ancient gewinnt gegen E-Frag 16 zu 12.